Matthias Günther, wie sehr schmerzt das Pokal aus? Ja, sehr. Wir wollten unbedingt weiterkommen, haben es leider nicht geschafft. Ich denke, dass die Anfangsphase sehr ärgerlich war. Wir haben nicht die ersten 10 Minuten ins Spiel reingefunden. Danach ging es dann besser, haben dann den Rest von der ersten Halbzeit, denke ich, bestimmt. Und in der zweiten Halbzeit, denke ich, dass Leverkusen eine Torchance hatte, die sie genutzt haben. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir nach der Leistung rausgeflogen sind. Sehr viele Komplimente nach der Niederlage, auch vom Leverkusen-Trainer. Baut sowas auf? Es freut einen natürlich, dass die Gegner oder andere Leute im Stadion das auch so gut gesehen haben. Letztendlich können wir davon auch nichts kaufen. Wir wären, denke ich, lieber weitergekommen. Wir wollten gut spielen, das haben wir gemacht. Leider hat es da nicht geklappt. Sie haben gegen Liberec ein schönes Tor erzielt, gestern wieder getroffen, weitere Großchancen. Woher kommt diese Torgefahr? Ich wurde in Liberec zum ersten Mal auf der 6 nach vorne gezogen und will natürlich da auch gerade bei Standards oder bei anderen Gelegenheiten nach vorne. Dass es jetzt zweimal so geklappt hat, freut mich natürlich, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass ich 10 Tore noch in der Saison mache. Aber so ein Torriecher haben Sie schon? Ich habe in der Jugend viele Tore gemacht, da habe ich auch offensiver gespielt. Ganz verlernt habe ich es hoffentlich noch nicht. So wie Sie Ihre Position gerade interpretieren, sind Sie sicher auch für Jogi Löw nicht uninteressant. Hat er Sie schon mal angesprochen? Nein, da mache ich mir auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele gute Innenverteidiger und Sechser in Deutschland. Und von daher mache ich da mir auch keinen Kopf drüber, dass es jetzt bald so weit sein wird oder wann es so weit sein wird. Ich versuche einfach meine Leistung zu bringen und der Rest liegt dann nicht in meinen Händen. Aber Sie haben jetzt noch keinen Urlaub geplant im nächsten Sommer? ich würde schon gern irgendwo hingehen. Habe ich schon Urlaub geplant, aber ist noch nichts fest. Am Sonntag geht es gegen Wolfsburg. Was erwarten Sie da? Ja, Wolfsburg ist, denke ich, ein ähnliches Kaliber wie Gladbach. Sie stehen sehr gut da in der Tabelle, haben fantastische Einzelspieler, denke ich. Und es wird wieder ein sehr heißes, enges Spiel werden, hoffe ich. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal das glücklichere Ende dann auf unserer Seite haben. Freuen Sie sich auf die Begegnung mit dem Ex-Kollegen Caligiuri? Wie schon bei den Frankfurtern, Johannes Flum und Jan Rosenthal oder jetzt letzte Woche mit Max Kruse, freut man sich einfach, einen alten Kameraden wieder zu sehen. Und wir hoffen, dass er am Sonntag nicht sein allerbestes Spiel machen wird.